Neues Video hier und hinter mir ist die Schwimmhalle von der Spoo. Da gehen wir jetzt rein. Johann steht hinter der Kamera und hält sie, der Schwimmcoach. Das heißt natürlich, oh, ich muss mal hier raus, nicht vorbereitet. Das machen wir heute. Wir haben die neuen Neos von Orca da und wir müssen ja testen, welcher für mich der beste ist. Das machen wir heute. Schauen uns mal an, wie ist die Wasserlage in den unterschiedlichen Modellen und hoffentlich habe ich danach am Ende den Neo für Rot. Ja, danke für das Intro, Nick. Heute werden wir dich mal so ein bisschen durchanalysieren. Wir schauen, welcher Neoprenanzug für dich der beste ist. Dafür haben wir drei Stück dabei von unserem Partner Orca. Die haben verschiedene Neoprenanzüge. Einmal einen, der sehr flexibel ist, aber dafür wenig Auftrieb bietet. Dann einen, der etwas mehr Auftrieb bietet. Und der dritte, der dann auch insgesamt auch im Arm ein bisschen dicker ist und maximalen Auftrieb bietet. Da schauen wir mal bei dir, wie das heute funktioniert. Dafür machen wir dreimal 400 Meter in Race Pace geschwommen das Ganze und schauen uns mal an, welcher Anzug für dich der beste ist. Eigentlich schon bin ich, habe mir schon direkt den ersten Neo angezogen, hier den Flex, das ist der flexibelste und damit starten wir jetzt mal den Test und danach kommen dann die anderen Dinger dran. So, Nicky Boy, der ist jetzt unterwegs, der schwimmt den ersten 400er gleichmäßig, dabei soll er immer regelmäßig auch nach vorne atmen, also Ziel ist es, wirklich das Freiwasser einmal zu imitieren, das Ganze genau wie er halt draußen im See auch zu machen, nicht nur nach unten gucken, sondern auch regelmäßig nach oben und dann schauen wir uns nachher an, wie häufig er da auch mit der Hüfte absinkt deswegen. Okay, gucken wir uns mal an das Ganze. Ja, 28 hat er gehabt. Sehr stark. Erster Neo ist durch. 4,28, die 400. Ja, scheiße, jetzt muss ich die Pace halten. Das ist natürlich das Problem. Habe ich mir selber eingebrockt. Danke, Johann. Gerne. Schauen wir mal, wie schnell die anderen sind. Der fühlt sich schon richtig, richtig schnell und gut an. Der nächste ist der Apex Flow. Also, der hat jetzt ein bisschen mehr Auftrieb. Man sieht es auch hier im Brust- und im Beinbereich, das Material. Ne? Wenn man es mal hier nebeneinander hält und vergleicht. Hier ist es so perforiert. Hier sind also Lufteinschlüsse drin. Die hat man hier eben nicht. Und der dünnere soll auch hier im Schulterbereich noch flexibler sein. Da bin ich jetzt gespannt, wie das subjektiv dann mit dem hier ist. So, der war 4,24. Also es hat sich ganz anders angefühlt vom Schwimmen. Gefühlt war es jetzt die letzten 100 Meter ein bisschen härter. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller geschwommen. Naja, schauen wir mal, was der andere sagt. Aber auf jeden Fall merkst du, dass der hier krass viel mehr Auftrieb hat. Wenn du viel weniger tun musst für die Wasserlage, gerade bei den Füßen, was für uns Triathleten ja eigentlich mal gar nicht so schlecht ist für die Langdistanz. Also, Gefühl jetzt würde ich den hier schon mal im Vergleich zum ersten eher schwimmen. Neo Nummer 3, 4,21, also war ne? 4,21, Johann? Ne, 4,23. 4,3, oh. 4,23, aber trotzdem noch mal ein bisschen schneller und vom Gefühl her wirklich lockerer als der davor. Also das Ding ist hier, ich habe es gerade zu Johann gesagt, als Ganzkörper-Poolboy beschrieben. Wir gucken uns das nachher mal an der Wasserlage, aber vom Gefühl her ist das hier für mich
Definitiv der schnellste Neo, der allererste, der flexibelste. Das fühlt sich so ein bisschen am ehesten wie Schwimmen ohne Neo oder am natürlichsten an. Aber das Ding ist halt einfach subjektiv jetzt von mir. Erste Bewertung ist das Ding das schnellste und wahrscheinlich der ich in Rot schwimmen werde. Aber wir schauen mal, wie die Aufnahmen, die Unterwasseraufnahmen aussehen und was der Schwimmcoach dann dazu sagt, ob das hier wirklich mein Neo wird. Aus dem Schwimmbad, quasi direkt ins Studio. Wir haben hier die Videos auf Johans iPad geladen. Wir gehen wieder in die Analyse-Software und dann schauen wir mal, ob sich mein Gefühl, was ich ja schon direkt im Becken nach jedem 400er euch mitgeteilt habe, auch so bestätigt, dass ich wirklich, wie gesagt, ich habe gesagt, der dickste, der letzte Neo mit dem meisten Auftrieb war für mich der beste. Er war ja auch der schnellste. Das war ja nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv. Auch objektiv der schnellste. Ja, man weiß ja nie, ob man ein bisschen schneller geschwommen ist am Ende oder nicht. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Die Belastung gefühlt war bei jedem 400er die gleiche. Aber jetzt schauen wir einfach nochmal ein bisschen, machen unsere Pseudowissenschaft hier weiter und schauen, ob wir irgendwo einen Unterschied sehen. Und zwar schauen wir in dem Programm, glaube ich, einfach so Wasserlage uns hauptsächlich an. Wie ist im Verhältnis zur Wasseroberfläche der Winkel, wie tief ich im Wasser liege? Genau. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Absolut richtig, genau. Wir schauen einfach, bei welchem Anzug die Beine am höchsten lagen. Gehen wir mal rein ins Video. Okay, so schauen wir uns das Ganze mal an. Und dafür haben wir alle Neoprenanzüge mal nebeneinander gelegt. Ja? Das obere linke Fenster, das zeigt uns jetzt hier den flexibelsten. Das rechte zeigt uns den etwas weniger flexiblen, beziehungsweise mit mehr Auftrieb. Und der mit dem größten Auftrieb und am unflexibelsten Anzug sehen wir unten links. Und dazu vergleichen wir noch nichts normale Wasserlage. Dabei konzentrieren wir uns erst nochmal ganz am Anfang, ich spule hier leicht zurück, auf den flexibelsten. Und da gucken wir mal an, wenn Nick im Wasser ist, wie tief da die Beine, wenn der Arm gestreckt ist. Wir schauen nochmal hier an und hier haben wir doch mal eine gute Wasserlage. Und dann gucken wir mal, wie tief da der Körper im Wasser liegt im Vergleich zur Wasseroberfläche. Ja? Und dann schauen wir es uns hier an und dann haben wir ungefähr so 9 bis 10 Grad liegen die Beine im Wasser. Wenn wir das mal rauszoomen und dann schauen wir uns den zweiten Anzug an, auch da gehen wir in diese Position, in der wir gerade waren. Hier gestreckt. Und da legen wir auch mal den Winkelmesser an. Und da sehen wir jetzt so 7 bis 8 Grad, also 1 bis 2 Grad weniger. Ja, also demnach, die Beine liegen hier höher im Wasser. Und dann schauen wir uns nochmal das an, wo er den dicksten Neo anhatte. Und dann sehen wir hier schon eigentlich relativ schnell. Ich wollte gerade sagen, bei dem sieht man es sogar schon, würde ich fast sagen, optisch. Ja, so auch 6 bis 7 Grad, je nachdem, wo man es genau anlegt. Auf jeden Fall tendenziell auch am wenigsten. Ja, am wenigsten. Das, was eigentlich zu erwarten ist, ne? Wenn ich einen Neo habe, der an Beinen und im Brustbereich mehr Auftrieb mir bietet, dass ich natürlich auch höher an der Wasseroberfläche liege. Aber jetzt so, wir können nochmal ohne schauen. Genau. Aber das ist auch so, eigentlich spiegelt das jetzt ja nur, ich meine, wir können es jetzt nicht zu 1000% korrekt hier einzeichnen, aber das, was wir sehen können, ist, dass je dicker er wird, doch das so ein bisschen besser wird, die Wasserlage. Schau mal hier. Und das würde sich ja auch decken einfach mit dem, was ich gefühlt habe, während ich geschwommen bin und im Wasser schon gesagt habe. Okay, also hier ist die Wasseroberfläche, ne, hier runter und da sehen wir dann deutlich höher ist da der Winkel. Ist natürlich immer schwierig einzuzeichnen, ist klar, aber Nick hat es ja gerade schon angesprochen, das Wichtigste ist einfach, dass wir einen Anzug haben, der uns möglichst hoch ins Wasser legen lässt. Und da sehen wir hier nämlich auch schon einen deutlichen Unterschied zu dem, was hier Nick unten rechts macht. Ja? Also wenn wir das alles miteinander hier vergleichen, die Anzüge, sehen wir da doch, dass der Anzug unten links. Ich wollte gerade sagen, ja, wenn man das auch vergleicht mit allen dreien, rein optisch, ist es natürlich auch am Ende jetzt kein Riesenunterschied mehr. Mhm. Aber man sieht doch, dass ich mit dem linken, auch gerade mit den Beinen hinten, doch ein bisschen höher bin als bei allen anderen. Absolut. Und vor allen Dingen ohne. Also gerade ohne sieht man, dass ich auch wahrscheinlich eine größere Amplitude mache, um mich irgendwie
genau. hochzudrücken. Genau. Natürlich, was jetzt hier der Neo macht. Das heißt, ich kann auch eine viel kleinere Amplitude schwimmen von den Beinen her. Richtig, genau. Vor allen Dingen ist das Wichtige zu sehen, wenn du nach vorne dich orientierst im Freiwasser, dann fällt die Hüfte ja massiv ab. Das haben wir ja gesehen. Der Kopf geht über Wasser. Deshalb konnten wir ja gerade, schwierig, habe ich es gesehen, ohne Neo, wenn du nach vorne guckst, ja, gehst du so tief ins Wasser. Das haben wir jetzt mit dem Anzug hier unten links. Selbst wenn du über Wasser guckst. Hier vorne, da schaue ich runter. Wir können ja das Bild nochmal nehmen. Ja. Nehmen wir das nochmal unten rechts. Gehen wir mal reingezoomt ran. Ein Stück vor. Wenn ich wirklich rausschaue, da schaue ich nach vorne. Da habe ich da schaue ich auch nach vorne. Da sieht man, die Füße bleiben komplett an der Wasseroberfläche. Genau. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht ohne Neo, dann haben wir den direkten Vergleich nochmal. Da können wir nochmal kurz hier gucken. Ungefähr. Ja, das ist wirklich die maximale Absenkung. 12 Grad. Und dann schauen wir mal hier ohne Neo. Na, müssen wir nochmal gucken, wo du über Wasser geguckt hast. Nee, das war... Hier hast du, ja. Ja, da hast du über Wasser geguckt. Ja. Und dann sehen wir hier... Na, da bist du deutlich tiefer im Wasser. Und das erzeugt natürlich enormen Wasserwiderstand. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das Wasser hat eine fast 800-fach mal größere Dichte als die Luft. Ja? Und wenn wir da so ein bisschen die Beine tief lassen, dann verdoppelt sich der Wasserwiderstand hier. Ja? Also wenn der Bereich von 7% zu 13%, ne, heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass die Beine so ziemlich doppelt so tief im Wasser liegen und demnach doppelt so viel Anströmung von vorn, doppelt so viel Frontalfläche herrscht. Und das natürlich bei den Geschwindigkeiten, die beim Wasser vorwärts uns bewegen, bremst uns das massiv wie ein Bremsfallschirm eigentlich aus. Deshalb ist das Allerwichtigste für uns auch immer, die Beine oben zu lassen. Deshalb denkt auch dran, nicht nur einen dicken Neo anzuziehen, sondern vor allen Dingen auch eine saubere Wasserlage einzunehmen, weil damit kann man auch einen guten Neoprenanzug mehr oder weniger, man braucht den Neoprenanzug vielleicht gar nicht, wenn man eben nach schön nach vorne guckt, ja, beziehungsweise nicht nach vorne guckt, sondern eine ebene, flache Wasserlage hat und mit der Hüfte oben bleibt. Das ist das Ziel. Also, bleibt, glaube ich, festzuhalten, auch wenn wir jetzt hier die Aufnahmen uns angeschaut haben, wie gesagt, man kann das nicht hier zu 100% alles genau nachvollziehen, weil man nie von dem jeweiligen Bild in der genau gleichen Schwimmlage ist. Aber es lassen sich auf jeden Fall Tendenzen erkennen, die sich ja eins zu eins mit dem, was ich im Wasser gefühlt habe und mit der Zeit von 400 Meter, die rausgekommen sind, sich irgendwie alles deckt, die drei Sachen. Deshalb, ich würde euch einfach mal mit auf den Weg geben, wenn ihr selber noch auf der Suche nach einem Neo seid für die neue Saison, schwimmt die Neos Probe, macht es vielleicht nicht einfach nur, dass ihr reinspringt und sagt, ja, der hat sich jetzt gut angefühlt und der nicht, sondern nehmt euch eine Strecke wie 400 Meter, versucht die in Race Pace zu schwimmen, lasst wen stoppen, dass ihr wirklich seht, okay, ist da ein Unterschied, wenn ihr gefühlt den gleichen Effort schwimmt und filmt euch vielleicht auch dabei und schaut einfach so ein bisschen, ich meine, eine GoPro an die Seite reinhalten ist eigentlich kein Problem, oder ein Handy, mittlerweile sind die auch wasserdicht, die Dinger, und schaut, liegt ihr schön oben auf der Wasseroberfläche und ja, vielleicht so ein bisschen generell kann man, glaube ich, sagen, viel Auftrieb hilft viel. Genau, viel hilft viel. Vielleicht da auch nochmal ganz kurz Differenzierung, wenn ihr einen Neoprenanzug braucht für einen Freiwasserwettkampf, der in einem Meer stattfindet, dann habt ihr aufgrund des Salzgehaltes, ja, des Meeres auch mehr Auftrieb. Dann bräuchte man beispielsweise nur einen dünnen Neo, ja, weil einfach da wir so viel Auftrieb haben. Jeder kennt das Bild aus dem Toten Meer, ja, wo jemand irgendwie eine Zeitung liest, während er im Wasser liegt. Das war bei mir auch der Eindruck, als Profi hatte ich zwei Neoprenanzüge. Ich habe einen im Süßwasser und einen im Salzwasser geschwommen und der im Süßwasser war eben der deutlich dickere und der im Meer, das war meistens für mich der flexibelste, der elastischste Anzug, der halt möglichst viel Freiheit für die Schultern gegeben hat, weil da dürfen wir natürlich auch nie vergessen, umso entspannter unsere Schultern ja auch sind, umso weniger Laktat wird da gebildet, ja, umso ausdauernder sind wir im Endeffekt, ja, weil nichts ist schlimmer, als wenn die Schultern dann sehr stark zugehen, dann haben wir keine Kraft mehr und wenn wir den Arm schon über Wasser nicht mehr sauber führen können, dann haben wir auch unter Wasser keine Kraft, da nützt uns die beste Wasserlage dann auch nichts, wenn wir da keinen Abdruck finden. Deshalb muss man immer den besten Kompromiss für sich finden und das macht man am besten mit dem Neo-Test-Schwimmen. Wie gesagt, auf der einen Seite dieses Objektive, einfach mal 400 Meter schnell schwimmen und gucken, was da schnellste, und das andere, das subjektive Gefühl. Ihr müsst euch auch wohlfühlen im Anzug, weil wenn ihr euch nicht wohlfühlt, seid ihr auch neben, dass die Arme vielleicht zugehen, auch gestresst,
ja, und wenn ihr Stress habt, dann seid ihr langsam, ja, weil ihr im Endeffekt nicht entspannt seid und die Muskulatur nicht sauber arbeiten kann. Das ist nochmal ganz gut die Einordnung gewesen. Also nicht, dass jetzt einer sagt, ja, mein Surf-Neo hat noch mehr Auftrieb, mit dem schwimme ich jetzt. Der ist nämlich so unflexibel im Schulterbereich, das bringt euch dann nichts. Aber wie gesagt, die Schwimm-Wettkampf-Neos, die sind mittlerweile eigentlich alle so gut, dass ihr da auch Süßwasser, zudem mit richtig viel Auftrieb gehen könnt, und im Salzwasser im Zweifel auch mal ausprobieren, aber da könnte es auch einer sein mit ein bisschen weniger Auftrieb und mehr Flexibilität. Richtig, genau. Vielleicht abschließend dazu noch, wir waren ja letzte Woche noch auf Fuerteventura und da haben wir auch so ein bisschen die Neoprenanzüge getestet, und wichtig ist vor allen Dingen auch, dass die Kopfabschlüsse hier, die Halsabschlüsse, dass die sauber laufen. Deshalb würde ich auch immer empfehlen, ein aktuelles Modell sich zuzulegen, weil die alten Neoprenanzüge hier noch so eine doppelte Wulst haben und eben nicht so gut sind, ja, und gerade das ist ganz wichtig, dass wir halt aus dem Wasser kommen und nicht hier die blauen oder roten Striemen hier haben an der Seite. Deshalb, ja, schwimmt das Probe, die Dinger, und schaut mal, was die ganzen Hersteller da mittlerweile für geile Anzüge haben. Ich habe auf jeden Fall meinen gefunden, das ist der Orca Float, den werde ich in Rot schwimmen. Es ist der schnellste, ich habe mich wohlgefühlt, der war mir flexibel genug, und das Thema, zack, Haken dran. Und jetzt geht's wieder trainieren. Jetzt musst du nur noch die Technik richtig hinkriegen. Kriegen wir hin. Danke.